So, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück bei Open Transfer und Deluxe. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage gehabt und habt eure Geschenke bekommen, die ihr unbedingt haben wolltet. Wir sind jetzt wieder hier bei Open TTD zurück in Kanada und es ist nicht mehr lange, nur noch, naja, 2043 und naja, 7 Jahre sind es noch knapp. Und da gucken wir mal, was wir dort noch machen können in der Zeit. In meiner letzten Folge haben wir irgendwo rumgebaut, wo es ganz viele hier unten ganz viele Holz Dinger gab, also Wälder. Holzdinger, ja. Und das haben wir jetzt hier mit der Holzpapiermühle angebunden. Jetzt müssen wir noch gucken, ob wir es irgendwo eine Möglichkeit haben, das Zeug in eine Druckerei zu schaffen. Druckerei ist pink. Ja. Da ist nicht wirklich was in der Nähe. Hier oben blinkt's. Hier unten ist noch was. Das ist halt die Frage. Aber ich finde das eigentlich cool. Hier oben geht auch noch eine Bahnstrecke lang. Moment. Wenn man die irgendwie mitnutzen könnte hier. Das ist, glaube ich, der eine Express, der über die gesamte Karte fährt. Ach ne, ist eine Papiermühle, habe ich mich gerade verguckt, hä? Moment, habe ich das Falsche angehakt? Ach ne, hier war die. Druckerei, die Reginas Druckerei. Da müsste man im Prinzip hier wäre im Prinzip machbar, könnte man machen. Und die andere Druckerei? Hier ist noch einer. Ist allerdings blöd, weil wir dort nie rankommen, hier wegen dem Weg übers Wasser. Hier hinten wäre dann noch einer. Aber ich finde eigentlich die Idee witzig, die Strecke hier mitzunehmen, diese doppelte Strecke. Also ich bin ja gerade noch ein bisschen unentschlossen, wie ihr seht, was ich jetzt hier genau bauen werde. Ich werde mal alles andere nochmal ausblenden. Achso, hier kann ich auch alles ausblenden drücken, ja klar. Und dann nur Druckerei. Genau, hier oben dort. Trois-Rivières Wald schließt. Ja, ist natürlich toll, da sind wir betroffen von, aber wir haben dort noch andere Wälder. Hier unten wäre noch was. Hä? Achso, da wird bloß das Dings angefahren. Hier hinten, hier oben wäre noch was. Hier hinten wäre noch. Da oben. Tja, das ist jetzt halt eine gute Frage. Was machen wir jetzt hier? Hier hinten wäre noch einer. Da müssten die Züge zurückfahren. Hier entlang. Ach, hier ist doch auch noch was. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht angekettelt. Also müssten die Züge zurückfahren. Hier ankettlen. Und dann, wo war das jetzt hier? Hier hinten, ne. Hier oben. Christina Lake Wald macht auch dicht. Ne, da sind wir nicht betroffen davon. Ja, jetzt kommt wieder alles mit, ja, minus, 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 der ganze Rotz. Aber das kennen wir ja schon zu Genüge, das ignorieren wir einfach mal. Da machen wir jetzt auch nichts mehr dran, wie ich schon oft gesagt habe. Hier waren wir jetzt. So, unten der eine Wald ist leider dicht, aber das sollte, glaube ich. Zu wem gehörte denn der eigentlich?
Wahrscheinlich zu dem hier, nehme ich an. Egal. So, also was machen wir jetzt hier? Wir haben noch ein bisschen Zeit im Spiel. Hier oben wäre noch eine und hier bei Fredericton. Hier oben auf dem Berg, wenn man jetzt hier runterbaut, hier ankettelt, dass die dann hier einfach langfahren. Das wäre natürlich auch fetzig. Da wäre die Strecke hier noch ein bisschen mehr ausgelastet. Hier war noch eine. Ja, das und diese ganzen Meldungen interessiert mich doch gar nicht. Tja, Leute, Fragen über Fragen. Hier rüber bauen. Na, hier ist auch blöd. Da kann man keine gute Kurve bauen, oder? Hm. Ideal wäre hier runter und dann einfach hier irgendwie angeschlossen. Hm, das ist jetzt natürlich eine Frage. Was wir da jetzt am besten machen. Hier oben kommen wir nicht hin. Wegen... Ja, komm, mach's Ende. Ihr macht alle Minus, weiß ich doch. Ich glaube, ich will... Ups, das hat's gerade gehangen. Ich glaube, ich werde die hier anfahren. Mensch, ey, das ist doch so nervig und mit diesen Nachrichten. Ja, wir machen wieder welche dicht. Ich werde wahrscheinlich die hier anfahren, weil es ist am besten. Würde ich jetzt mal so spontan festlegen und daher fangen wir einfach mal an, hier zu bauen. Ich werde die zweispurig bauen. Also nur den Bahnhof zweispurig und der Rest wird dann halt hier mit Ausweichgleis. Damit wir hier die Infrastrukturkosten, damit wir die ja nicht ganz so in die Höhe reißen. Nein, will ich nicht übernehmen. Dann bauen wir erstmal herüber. Ach, so nicht. Und aus Kostengründen hier so an der Bergflanke lang, dass wir dann hier oben an die Strecke kommen.
würde ich jetzt vorschlagen. So, die Höhe, die passt. Allerdings der Gleisanschluss noch nicht so. Da gibt es hier auch noch leichten Verbesserungsbedarf, wie ihr gerade seht. So, das wäre jetzt erledigt. Unser Ziel ist hier. So, hier wende ich jetzt mal einen kleinen Trick an. Drei Gleise werden so hier genutzt. Das hat den Grund, wenn nämlich irgendwann mal alle, damit nicht alle Bahnsteige blockiert werden von Zügen, die laden, kann hier nämlich immer noch unten einer reinfahren und Holz reinbringen. Sonst wäre das ja irgendwann mal dicht und es wird nur noch Züge dastehen, die beladen wollen und dadurch blockieren die halt das ganze System. Daher habe ich das mal so gebaut. So, jetzt kommt erst wieder ein Stück zweigleisige Strecke. Und da ist wieder einer pleite. Naja, so schnell geht das im Spiel. Ach so, jetzt muss ich natürlich irgendwie. Okay, das wird jetzt dort oben ein bisschen komplizierter. Je nachdem. Verzeihung. Kann ich hier durchtunneln? Ah, es ist mir eigentlich fast schon zu lang, der Tunnel. Und hier oben. Das sieht schon mal besser aus. Tunnel durch. Hier was aufschütten, damit wir eine entsprechend weite Kurve hinkriegen. So, der Anschluss wäre damit schon mal gelegt. Wobei mir das ja auch nie wirklich gefällt, die Art und Weise, wie das hier errichtet ist, die Strecke. Ich glaube, das war irgendwas, was wir von den Gegnern aufgekauft haben. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal drüber schauen müssen.